Waffe. Das AK-47. Das haben wir sowieso. Statt dem Bogen. Nur Seitenwaffe. Okay. Seitenwaffe. Ja, ich kann aber aktuell nur die beiden. Dann bleibe ich erstmal bei dem Bogen. Ja, ich bleibe erstmal bei dem Bogen. Ich muss noch kein Geld dafür ausgeben. So. Was labert ihr? Sack. I'm a violettes blood. Aber er ist zu alt zum Arbeiten. Ich habe hier nichts mehr zu trinken. Wie sieht das jetzt nun aus? Jogginganzug von oben mit Schutzweste drumherum? Richtig. Nee, nee, nee. Er ist nicht sonderlich modebewusst. Uff. Ich habe hier wirklich nichts mehr zu trinken. Ich habe hier... Das war mein Trinken. Es ist alle... Ihr habt das alle gemacht. Ihr seid schuld. Und da ich eh... gleich... Also so in einem halben Stündchen ungefähr... Was sind das denn für komische Leute, die ihre eigenen Leute umfahren? Geht's Ihnen gut, Mister? Hey, Mister. Hey. Hey. Ja. Wie weit bist du weg? Es ist sehr gefährlich, hier auf der Straße zu laufen. Ich werde mal lieber auf dem Seitenstreifen gehen, ne? Yep. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Kackadler. Sieh dir die Unfallstelle an. Hm. 100 Mann, was? Gestern waren wir noch 20.000, was? Wir sind nur noch 100 Mann. Wo? Du schreibst auch gerade Sachen völlig aus dem Kontext gerissen. Das Auto. Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ein Kletterhaken. Hat mich übrigens gerade sehr erschrocken, dass du so einfach aus dem Off gesprochen hast. Ich habe vergessen, dass Discord noch an ist. So. Zack. Ja, ja. Zack, zack, zack. Easy peasy. Oh, guck mal, da kriegen wir sogar unsere Seitenwaffe. Tada! Oder Faustwaffe. Nein. Koop in Far Cry 4 war doch, glaube ich, nur beim Befreien von Außenposten möglich. Oder liege ich da gerade falsch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß, es gibt ein Koop. Deswegen probieren wir das gerade aus, ab wann man den Koop machen kann.
da steht halt immer nur, ja, du musst noch ein bisschen... Nein. Ich will meinen Bogen behalten. Gib mir meinen Bogen wieder, bitte. Ich muss halt noch mehr... Nebenquests und so machen, aber... Ich bin weg. Jetzt muss ich erstmal kurz warten. Ist voll nett. Glockentürme, ja, ja. Man kennt's. Weil auch hier, willkommen bei Ubisoft, musst du, um die Karte freizuschalten, Türme besteigen. Das ist halt so ein Ubisoft-Ding, ne? Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Pagan Min möchte Sie alle daran erinnern, dass der Zugang zu den Glockentürmen von Kyrat offiziell verboten ist. Diese gefährlichen Ruinen sind eine Bedrohung für Leib und Leben. König Min hat in all seiner Güte Truppen vor der Royal Army abgestellt, um seine treuen Untertanen vor den Gefahren, die von diesen Türmen ausgehen, zu schützen. Möge Pagans Licht auf alle scheinen. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ach, ich erinnere mich, die Türme. Ja, auch hier haben wir wieder Türme. Jede Menge. Finde mal wieder raus, bye. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und vor allem vielen Dank für dein Follow. Danke. Wer unterstrich MB unterstrich 78 ist nun ein Küchlein. Vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch 6 Tage Abo. Hier von dem Kanal oder? Oder was meinst du mit Abo? Aber es sind immerhin noch 6 Tage. 6 Tage, wo du hier mit meinen Emotes rumspielen kannst. So, also, was haben wir denn hier? Wir haben hier Tapire, wir haben Affen, Rothuhn, Wildschwein, Samba, Baral. Was ist das? Da ist Banapur. Da können wir jetzt auch eine Schnellreise hinmachen. Kyras Zuflucht. Wegpunkt, Fahrzeug. Ist das da? Waffennest. Okay, ab jetzt geht immer noch kein Koop. Das kann wirklich... Koop geht immer noch nicht. Ist das wirklich so? Ich google das nachher mal. Ich google das nachher mal. Nee, ab dem H. Ab dem H? Okay. Dem Haar. Was ist denn jetzt das? Gesundheit! Unnützes Wissen, aber sehr gerne. Und zwar
Das ist unnötig zu wissen. Muss ich erstmal aufmachen. Bitte, bitte, kein komischer... Hey, hier ist der Ball. Hi, Sabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus? Waffenhändler und Priester. Tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Okay. Ich aktualisiere deine Karte. Okay, das ist ein geiler. Das ist geil. Während in Deutschland die Mauer fiel, saß Angela Merkel in der Sauna. So, boom. Jetzt habt ihr alle Albträume heute Nacht. Ich sag's euch. Ja, die Mission Markierung H. Die Mission Markierung H. Haben wir noch. Da. Die da. Okay, okay. Das kriegen wir aber wahrscheinlich morgen hin, ne? Da ist Longinus. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Mama Merkel Beste. Ja. Ah, nie wirklich wach bin. Ja, das kenne ich. Jeder, welcher mitspielen möchte, muss aber auch bis zum H spielen. Das hat er gemacht. Das ist erledigt worden. Ich bin diejenige, die jetzt gerade so ein bisschen hinterherhinkt. Künstlich. Ja. Da. Daraus kann ich mir doch bestimmt schöne Schuhe machen oder so, ne? Nein, kommt erst mal. Aha. Ja, ihr seid ja schon wieder voll im Game. Ich nicht so. Ich brauch noch ein bisschen. Wingsuit habe ich noch nicht, ne? Nee. Wäre dumm, wenn ich da jetzt so runtergehe. Geht das hier eigentlich auch? Ach komm. Ich seil mich mal lieber ab. Da kommt extra eine Zwischensequenz. Ah, so. Hab jetzt echt nicht viel gespielt. Aber ich glaube, wenn du joinen willst, dann muss ich ja so weit gespielt haben, ne? Was ist denn hier passiert? Ich will eigentlich da das Zeug einsammeln. Dafür wirst du bezahlen, Pergamin. Was hat denn Pergamin jetzt damit zu tun, dass die Adler euch angegriffen haben? Also wirklich. Komische Leute. Ja. Sind alle ein bisschen komisch, ne? Warte. Der rennt auch schon wieder in die Walachei. Ich werd zu alt für diese Scheiße. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe. Wenn das jemand hört, antwortet. Es ist dringend. Nachschub für den goldenen Pfad. Der goldene Pfad benötigt Vorräte. Sammle die Vorräte an den angegebenen Fundstellen und bringe sie zu den Leuten, die sie am dringendsten brauchen. Hallo? Vint, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt, der ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzonen. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht. Ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Ich bin nur der Bote. Ist immer gut. Ist immer gut, nur der Bote zu sein.
Oh ja, ich weiß. Die Lenkung war richtig kacke. Also noch beschissener, als ich sonst fahre, ne? Ich hab's gleich. Kann ich sie nicht einfach überfahren? Uha! Oh mein Gott, bin ich schlecht. So ein paar Hunde, ne? Es sind einfach nur ein paar Hunde. Ich habe das erste Paket. Prima. Dann auf zum letzten. Viel Glück. La, 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 la. Und ihr spielt jetzt gerade die Kampagne im Koop-Modus? Nee, noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Und dann werden wir sehen, wie wir das hinkriegen mit dem Koop-Modus. Also ob das dann nur zu bestimmten Quests geht oder ob man das die ganze Zeit machen kann. Ich bin halt sehr langsam, wenn es darum geht zu spielen. Nein, meine Beutetasche ist voll. Das kann doch nicht wahr sein. Mist. Ja, ich bin nicht so schnell. Da stehe ich auch zu. Hallo, hallo. Womit kann ich heute helfen? Ich hätte gerne was verkauft. Und zwar, Schwarzmarktmedikamente. Es gibt keinen einfacheren Weg in Kyrat, an diese importierten Medikamente zu kommen. So etwas zu finden ist wie Gold zu finden, außer man hat bereits echtes Gold gefunden. Okay. Reissack. Ein Jutesack voll mit Reis von einer humanitären NRO. Schön zu sehen, dass du dich nicht davor zurückschreckst, den Armeen ihr Essen zu klauen, um Profit zu machen. Sehr gerne. 3D-Bildbetrachter. Dieser alte Dia... Achso, das hatten wir schon mal. Handtuch. Für die Reparatur und Wartung von Funksendern. Jemand hat RTFM in Rot auf das Cover geschrieben. Muss eine Art Code sein. Mhm. Ephedrin-Tabletten. Auch Trucker-Speed genannt. Damit bleibt man auch bei langen LKW-Fahrten wach. Nebenwirkung trockener Mund, Übelkeit und erhöhte Affinität für alberne CB-Funknamen. Aha. Alter Porno, eine 16mm Filmrolle mit ins Eis genagelt, Teil 3. Da wird ja jeder Yeti feucht. Von Kurati Films mit Sharma, Salsa und Ritinin Riti Kapoor. Nein, nicht Leertaste, ich will das lesen. Nicht Leertaste. Da müsst ihr durch, ich will das wissen. Heroindosis. 5 Milligramm eines Heroin in einer weißen Packung mit dem Siegel der Royal Army. Verteilt als eine Art Sonderprämie. Aha. Spielkarten. Ein Standardsatz Spielkarten mit feinen Rangoli-Zeichnungen auf der Rückseite. Denn Langeweile ist manchmal so tödlich wie eine Kugel. Mhm. Bestandsliste des Sherpas. Am Rande... Achso, das war das mit der Jackmilch. Violettes Blatt. Okay. Ich hoffe, das wisst ihr auf deiner Reise. Ja, natürlich. Ja. Vielen herzlichen. Na toll. Was hat hier jemand wieder genießt? Oh, ein Adler.
Ah, an die kann ich mich noch erinnern, ne? Die waren ganz schrecklich. Warum ist das so bemalt? Ein Adler! Ja. Im fünften Teil war es immer ein Puma. Na. Holy shit. Was war denn daran bitte schon sauber? Nach dem Angriff kann man Koop. Ja, dann wird das heute aber nichts mehr. Wir machen das dann morgen. Wir machen das dann morgen. Mein Bethaus, selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen. Das ist doch das Gleiche, was vorhin geschrieben worden ist, ne? Aha. Ach ja, stimmt. Die konnte ich ja auch noch fertig machen. Alles klar, ich habe alle. Fantastisch. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Holy shit, jetzt geht's los. Oh Gott, kann ich sie nicht einfach überfahren? Oh, ich hasse das. Ganz ehrlich, zum Fahren hätte ich so gerne gerade mein Gamepad angeschlossen. Kennst aber den Weg, ja, hier vorne. Hier habe ich deine Vorräte. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden rein. Ja, keinen Stress machen, aber da ist ein Timer. Hat doch alles funktioniert. Hat doch alles funktioniert. Easy peasy. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Nein, ne? Ja, Longinus. Und Herstellung. Hergestellt. Und Fähigkeiten. So. Okay, ich bin dann auch weg. Alex, wir sehen uns bestimmt morgen. Hoffe ich. Also. Morgen Abend. Alles easy. Ich mache hier auch gleich Schluss. Feuer. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin bestimmt auch von irgendwelchen Adlern oder so getötet worden, ne? Also, ich will eigentlich nur eben zu dem komischen Longinus, damit wir da morgen direkt starten können. Was ich die Nacht wohl träumen werde. Merkel in der Sauna. Nicht? Seit wann bist du so gemein und ranzig? Schon immer? Ich habe nichts zu essen. Kannst du etwas entbehren?
ist das neblig. Sollte ich auch insgesamt ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Hi. Was tun die? Okay, ich glaube, das wird diesmal dieser Running Gag. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das bei meinem letzten Durchspielen auch so oft passiert ist, dass die Verkäufer immer überfahren wurden. Ich hoffe jedenfalls wieder von dieser coolen und schönen Schlange zu träumen. Die redet dann öfters mit mir. Hast du zu viel Dschungelbuch gesehen? Ich frage für einen Freund. Oh yeah! Oh yeah! Gesagt, ich spieße deinen Kopf auf einen Sprung? Nein, definitiv nicht. Hab's mir noch nicht einmal angesehen. Was? Du kennst das Dschungelbuch nicht? Das ist mir egal. Genau, diese Karma-Ereignisse, die braucht man halt, um sein Karma hochzustufen. Und damit kann man dann auch irgendwas leveln, glaube ich. Irgendwie so war das, ne? Kennen schon, gesehen? Nein, ich hab's gelesen. Okay, das ist in Ordnung. Wenigstens gelesen. Dann bin ich schon zufrieden. So. Oh. Ich stelle mich hier hin. Werde speichern. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen, 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 vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen geht es auch ein bisschen länger. Weil ich halt Freitag wieder frei habe.